Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Nachgefragt. Ich bin Hauptmann Hannes Lemke aus der Redaktion der Bundeswehr. Heute bespreche ich einige von Ihren Fragen zum Ukraine-Krieg mit Generalleutnant Gunther Schneider. Herr General, Sie sind Abteilungsleiter hier im Verteidigungsministerium für Strategie und Einsatz. Erklären Sie doch bitte einmal unseren Zuschauenden, was das genau bedeutet. Schönen guten Tag, Hauptmann Lemke, gerne. Also meine Abteilung, das kann man sehr kurz fassen, kümmert sich um die Planung, Steuerung und Koordinierung aller Einsätze der Bundeswehr aus der strategischen Ebene, aus der ministeriellen Ebene, einschließlich des militärischen Nachrichtenwesens. Herr General, erst vor wenigen Tagen hat Putin in seiner Rede auf dem Roten Platz anlässlich des russischen Sieges im Zweiten Weltkrieg behauptet, die NATO sei schuld an seinem Angriff auf die Ukraine. Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? Wir haben Russland über Jahre hinweg, Beispiel NATO-Russland-Rat, ein Forum geboten, um mit der westlichen Welt, mit der NATO, auf Augenhöhe über Sicherheitsthemen, über Sicherheitsaspekte zu reden. Herr Putin hat entschieden, irgendwann dieses Forum zu verlassen. Zumindest was sein Vorgehen dann in anderen Bereichen dieser Welt anbelangt. Also beispielsweise 2008. Georgienkrieg, 2014 Annexion der Krim und jetzt aktuell der Ukraine-Russland-Krieg. Also von daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wo da die Schuld des Westens oder der NATO gelegen hat. Und wenn dann auch noch ausgeführt wird, dass der Westen, die NATO, die Ukraine atomar hat aufrüsten wollen mit dem Ziel, Russland anzugreifen und die Krim Russland wieder zu entreißen, da wird es dann ganz absurd. Immer wieder fragen uns Bürgerinnen und Bürger, wenn es denn zu dem Bündnisfall kommt oder Verteidigungsfall, hat die Bundeswehr, haben Sie vielleicht, die NATO, da Pläne in der Schublade, wie wir darauf reagieren? Also meine Abteilung und ich, wir haben sicherlich keinen Plan in der Schublade liegen, aber ganz sicher natürlich die NATO, denn es wäre ja ein schlechtes Militärbündnis, wenn es nicht auch auf solche Fälle vorbereitet wäre. Und ohne in Einzelheiten gehen zu können, aber seien Sie versichert, diese Pläne gibt's. Jetzt wundern sich aber viele Leute, was Deutschland da noch beitragen kann zu so einem Bündnis, angesichts der vielen Materialmängel, Waffensysteme, die nicht einsatzfähig sind. Ist das noch eine glaubwürdige Abschreckung jetzt seitens der Bundeswehr? Naja, ich glaube, da kann man schon auch mit ein bisschen Stolz darüber berichten, dass wir ja immerhin im Rahmen des Bündnisses sehr schnell von der politischen Entscheidung, dass wir auch Kräfte an die NATO-Ostflanke schicken, bis diese Kräfte dann vor Ort waren. Beispielsweise die Verstärkungskräfte in Litauen im Rahmen der EFP oder aber auch unser Beitrag in der Slowakei mit dem Patriot-System oder den vielen Schiffen, die wir entsprechend auch in diesem Zusammenhang verfügbar gemacht haben. Also wir sind nicht in Gänze blank. Das ist Mängel, auch erhebliche Mängel materieller Art gibt. Das ist uns allen bekannt. Wir haben jetzt die Chance, gerade auch mit diesen 100 Milliarden, die wir ja bekommen sollen, diese Mängel zu beheben. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch gelingt. Aber insgesamt kann ich feststellen, dass wir innerhalb des Bündnisses verteidigungsbereit sind, um auch dieser russischen Aggression zu begegnen. In aller Munde ist auch immer wieder der Begriff Ringtausch, um die Ukraine mit Material zu unterstützen. Viele Leute fragen uns aber, wo genau denn der Ring in diesem Ringtausch ist, wenn Deutschland Waffen liefert, aber im Gegensatz dazu nichts zurückerhält. Können Sie das vielleicht erläutern? Ja gut, ich fange jetzt mal an, dass der Ring ja rund und geschlossen sein muss. Also, wir geben was an anderen, der auch was abgegeben hat und bekommen dann irgendwie am Ende was zurück und dann schließt sich der Kreis. Mhm. Gedacht ist das wie folgt: Eine NATO-Nation gibt vornehmlich ehemals Warschauer Paktgerät an die Ukraine ab, weil die das am schnellsten und sofort einsetzen können. Und wir füllen diese Lücken entsprechend wieder auf. So, und was bekommen wir? Wir bekommen dann mit einem zeitlichen Verzug, weil es muss dann erst gefertigt werden, hoffentlich wieder und ganz sicher werden wir das tun, neues Material, was die Industrie dann fertigen muss. Aber viel wichtiger ist, dass wir ja eigentlich ad hoc ein Stück weit mehr Sicherheit bekommen. Denn mit jeder Unterstützung, die wir unmittelbar oder mittelbar an die Ukraine leisten,
schafft es die Ukraine, der russischen Aggression besser zu widerstehen. Also insofern, um mal eine Aussage eines der vorhergehenden Verteidigungsministers oder des vorhergehenden Verteidigungsministers Struck zu bemühen, unsere Sicherheit wird aktuell auch in der Ukraine verteidigt. Sie sagten es gerade selber auch, die Ukraine schafft es, den Russen zu widerstehen in ihrem Angriff. Hätten Sie gedacht, sage ich mal, zu Anbeginn des Krieges oder heute, dass die Ukrainer so lange durchhalten, dass sie so erfolgreich sind bei der Abwehr des russischen Angriffs? Ja, also ganz ehrlich, nein. Ich habe großen Respekt vor der militärischen, aber auch der gesamtgesellschaftlichen Leistung der Ukrainer und Ukrainerinnen. Das ist schon bemerkenswert, was dort geleistet wird. Das hängt ganz sicherlich aber rein mit der militärischen Brille jetzt betrachtet damit zusammen, dass man dort ja sein eigenes Land verteidigt und damit die Motivation der Soldatinnen und Soldaten auf ukrainischer Seite sehr hoch ist. Das hängt sicherlich aber auch damit zusammen, dass Russland erfahren musste in den ersten Kriegswochen, dass ein schneller Sieg ebenso nicht möglich ist, dass man sicherlich in Teilbereichen sich das zu einfach vorgestellt hat und dann eben einen Neuansatz gewagt hat, der aber, wenn man jetzt in den Donbass schaut, vielleicht dann auch nicht so vorkommt oder vorgetragen werden kann oder Erfolge erzielt, wie man sich das auch da gedacht hat. Woran liegt das? Das ist sicherlich zusammenhängend mit dem durchaus anspruchsvollen Gelände, durch das man sich jetzt erstmal durchkämpfen muss. Also die Annahme, man kann dort auf großer Breite mit der gesamten Feuerkraft eines Bataillons angreifen, also alle Panzer nebeneinander und die Artillerie schießt fleißig von hinten und ich stoße dann großräumig vor. Das ist schon deswegen nicht möglich, weil dieses Gelände meine Bewegung kanalisiert. Da muss man sich vorstellen, ich muss mich hintereinander aufstellen. Also Panzer fahren in einer, na, ich sag's mal umgangssprachlich, langen Reihe. Ich kann mich also, wie Militär sagen, nicht entfalten. Dazu kommt, dass die Ukrainer erheblich Zeit hatten, sich auf diesen Krieg vorzubereiten und ihre Verteidigung vorzubereiten. Also was haben die offenbar gemacht? Die haben nicht nur einen Verteidigungsring dann entsprechend vorbereitet, sondern gleich mehrere hintereinander. Und da muss ich jetzt als russischer Angreifer erstmal durch. Und mit den Erfahrungen der ersten Kriegswochen mache ich das auch nicht überhastet, sondern ich gehe langsamer vor. Das heißt, ich versuche erstmal den Feind, in dem Fall die Ukraine, abzunutzen, indem ich mit indirektem Feuer, darunter verstehen wir den Einsatz von Artillerie, aber auch von Luftstreitkräften, versuche in irgendeiner Form dazu zu bewegen, entweder auszuweichen oder ihn zu zerschlagen, sodass ich weiter vorstoßen kann. So, und das dauert halt, weil ich das quasi immer abschnittweise, portionsweise machen muss. Und in diesem Gelände ist es für einen Verteidiger eben sehr viel einfacher, sich zu verteidigen, als auf einer großen offenen Fläche, dem ich vielleicht dann nicht mehr so sehr viel entgegenzusetzen habe, wenn der Feind mir dort entsprechend mit seinen gepanzerten Kräften überlegen ist. Welche Rolle spielt denn die Motivation der Truppe? Ein weiterer Aspekt ist ganz sicherlich, ich habe es eben kurz angerissen, die Motivation der ukrainischen Soldaten. Nochmal die Verteidigung in ihr eigenes Land. Und was wir sehen, ist eine unglaubliche Bereitschaft, das Land, die Scholle, bis zum Letzten zu verteidigen. Auf der anderen Seite russische Soldaten, ich könnte mir vorstellen, die sich natürlich die Frage stellen, was mache ich hier eigentlich? Also die sind offenbar ja zu Beginn auch mit den falschen Vorstellungen in den ja eben nicht Krieg gezogen, wir nehmen an einer weiteren Übung teil und haben dann diese Katastrophe für sich erlebt. Und das macht mit einem ja etwas. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Motivationslage auf russischer Seite denn doch nicht ganz so ausgeprägt ist. Was ist denn die Strategie von Russland aktuell im Krieg? Haben Sie aus den Fehlern gelernt der vorangegangenen Kriegswochen? Davon bin ich überzeugt. Man sieht das ja durch dieses langsamere Vorgehen. Ich kaufe mir natürlich damit ein, dass ich viel mehr Zeit brauche. Deswegen hat ja Putin mit diesem verbrecherischen Angriffskrieg auch seine ursprünglichen Ziele bei weitem nicht erreicht. Und selbst das Nehmen des Donbass und der anderen ostwärtigen Oblasten ist ja so noch nicht gelungen. Also wird das wahrscheinlich ja auch noch eine Zeit lang dauern.
Ein Aspekt des russischen Vorgehens ist ja auch, dass der Angriff auf zivile Ziele, Infrastruktur, aber auch Wohngebäude unter anderem. Können Sie dieses Vorgehen mal einordnen? Ja, ich glaube persönlich nicht daran, dass das dem Zufall geschuldet ist. Also Artillerie hat schlecht gezielt sozusagen, sondern dass das bewusst gemacht wird. Warum mache ich sowas? Das mache ich dann, wenn ich eben einen Verteidigungswillen auch auf ziviler Seite brechen will. Ja, dann wird Krieg zum echten Schrecken und sorgt dafür, zumindest verspreche ich mir das davon, dass die Moral, der Wille zum Durchhalten gebrochen wird und ich dann natürlich einen schnelleren Angriffserfolg erziele. Kommen wir aus der Ukraine mal ein bisschen zurück wieder nach Deutschland und die Lehren des Krieges für die Bundeswehr. Gibt es schon Schlussfolgerungen für die Bundeswehr? Stichwort Ausbildung. Naja, also jetzt schon nach den wenigen Wochen, obwohl sie einem unglaublich lang vorkommen, schon Schlussfolgerungen zu ziehen, verbietet sich. Mhm. Ich meine aber, was man sagen kann, ist, wir sind schon auf dem richtigen Weg, so wie wir ausbilden und was wir ausbilden. Also akribisch das militärische Handwerk zu beherrschen und das immer zum Ausbildungsziel zu machen, das ist schon richtig. Das Beherrschen des Gefechts der verbundenen Waffen, und nochmal, nicht nur ich kann das, sondern ich beherrsche das, das ist zwingendes Ausbildungsziel und muss zwingendes Ausbildungsziel bleiben. Damit sind wir gut beraten. Sie haben gerade vom Gefecht der verbundenen Waffen gesprochen. Können Sie unseren Zuschauern dann vielleicht erklären, was das sein soll? Ja, da ist der Militär mit mir wieder durchgegangen. Also klar, ich versuche das mal mit einem anderen Bild darzustellen. Jeder von uns spielt ein Instrument, nehmen wir mal an. Dann klingt das zwar vielleicht, wenn ich das einzeln spiele, gut, aber das Ziel muss ja sein, wir bringen ein Orchester zusammen. Und das kann ich übertragen auf das Gefecht der verbundenen Waffen und das, was ich auch als militärischer Führer dann können muss. Das heißt, ich habe ja in meinem militärischen Werkzeugkasten verschiedenste Fähigkeiten. Ich habe Panzer, ich habe Schützenpanzer, ich habe Aufklärungskräfte, ich habe die Artillerie, ich habe die Pioniere, ich habe Luftstreitkräfte und. Und natürlich Ebenen verschieden, aber auf jeder Ebene muss ich in der Lage sein, dieses alles zusammenzuführen, das verschiedene Gefecht der verbundenen Waffen, quasi zu orchestrieren und richtig geschlossen zum Einsatz zu bringen. Und das ist die hohe Kunst. Wie beurteilen Sie denn das Führungskönnen auf russischer Seite in den letzten Wochen? Was wir sehen können und was auch nachdenklich stimmt, wir sehen also insbesondere auch hohe und höhere Generale ganz vorne bei der Truppe. Zu dem einen Zweck, nämlich Truppe ganz vorne dann auch zu führen. Also offenbar gelingt es den Ebenen darunter eben nicht, Truppe so zu führen, dass sie den entsprechenden Erfolg im Gefecht hat. Woran mag das liegen? Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ich auch auf russischer Seite verstehen muss, das Gefecht der verbundenen Waffen zu führen und inwiefern dort eine Führungskultur verbunden mit einer Befehlstaktik vielleicht auch noch dazu beiträgt, dass ich nicht ganz so erfolgreich bin. Das muss man mal abwarten. Herr General, wir hatten schon öfter gesprochen über Befehlstaktik und Auftragstaktik. Können Sie uns das kurz mal auseinanderdividieren? Was bedeutet das? Ja, also ich bekomme von meinem übergeordneten Führer, militärischen Führer, einen Auftrag und der lässt mir einen Handlungsspielraum, weil er hat mir auch seine Absicht erläutert. Das ermöglicht mir aber eine Beinfreiheit, wenn man das mal so ausdrücken will, diese Absicht umzusetzen. Bei der Befehlstaktik ist es genau andersrum. Diese Beinfreiheit habe ich nicht, sondern mir ist klar vorgegeben, mit welchen Schritten ich zur Umsetzung dieser Absicht zu kommen habe. Das Dilemma entsteht nur dann, wenn ich eine unvorhergesehene Lageentwicklung habe und so fixiert bin auf diese Klein- und Kleinstschritte, die mir vorgegeben sind, dass ich jetzt auf einmal selbstständig handeln muss und das eben nicht tun kann, weil das auch nicht zu meiner Führungskultur gehört. Sie sind ja qua Amt auch verantwortlich für alle Einsätze der Bundeswehr, beispielsweise in Mali. Was für Auswirkungen hat denn der Krieg in der Ukraine auf diese Einsätze der Bundeswehr? Ja, man könnte ja jetzt versucht sein zu sagen, also das braucht man alles nicht mehr, weil die Musik spielt jetzt hier in Europa und da ist ein Krieg und wir wissen nicht, wie das da weitergeht und ob wir die Kräfte, die wir in den Auslandseinsätzen eingesetzt haben, nicht besser hier brauchen.
Dazu kann ich sagen, erstens, wir haben jetzt ein Niveau bei den Auslandseinsätzen, das kompatibel ist zu dem und zu dem passt, was wir an Unterstützungsleistungen an der NATO-Ostflanke momentan leisten. Das heißt, wir können es uns schlichtweg erlauben. Dazu kommt, und das ist viel wichtiger, es ist sicherheitspolitisch geboten, auch den Blick weltweit zu behalten, was sich tut und wenn politisch entschieden, dass wir entsprechend in einen Einsatz gehen oder an einem Einsatz festhalten sollen. Stichwort Mali, da steht ja jetzt die Entscheidung an, ob das Mandat fortgesetzt wird, wenn ja, in welchem Umfang und so weiter, dass wir das dann auch tun. Also jetzt die Scheuklappen aufzusetzen, alles einzusammeln und sich nur noch darauf zu konzentrieren, was hier in Europa gerade leider Gottes passiert, das dürfen wir auch nicht tun. Und nochmal, das können wir uns bei den derzeitigen Umfängen der Auslandseinsätze auch erlauben. Besten Dank, Herr General. Und auch Ihnen und euch besten Dank fürs Zuschauen. Stellt gerne weiter eure Fragen und wir versuchen sie in den nächsten Folgen von Nachgefragt zu beantworten.